Hallo liebe SC Paderborn 07 Zuschauer, ich begrüße euch mal wieder recht herzlich heute zu einem speziellen Interview, denn ich darf heute bei mir unseren Geschäftsführer Sport Markus Grösche begrüßen. Hallo Markus. Ja. Glückwunsch erstmal zum Einzug ins Achtelfinale im DFB-Pokal. Wir haben gestern gegen die BSG Chemie Leipzig mit 3:0 gewonnen. Du warst gestern selber mit vor Ort. Vielleicht erzählst du uns einmal oder dein Fazit zu diesem Spiel. Ja, ich glaube, dass wir das sehr seriös und professionell gemacht haben. Ich glaube, es war jetzt von den Rahmenbedingungen kein einfaches Spiel, weil für Oberligisten haben wir natürlich unheimlich viel Zuschauer, auch so enthusiastische Zuschauer gehabt. Haben da auch eine super Choreografie gemacht und der Platz war jetzt auch nicht so optimal, aber unsere Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht. Also haben sehr unaufgeregt. Chemie Leipzig hat versucht, mit Härte da irgendwie Lösungen zu finden, aber wir haben das sehr seriös und wirklich auch ganz in aller Ruhe zu Ende gespielt dann auch und dann sind auch verdient weitergekommen. Also der Favoritenrolle gerecht geworden und machen mal einen Haken hinter und freuen uns, dass wir im Achtelfinale sind. Genau so. Jetzt kommt natürlich die allseits beliebte Frage, welchen Gegner wünschen wir uns als nächstes? Ist es eher der FC Bayern München zum Beispiel, der gestern auch weitergekommen ist, oder sagt man, ach, man hofft vielleicht doch auf einen kleineren, schwächeren Gegner? Grundsätzlich ist es immer schwierig, weil du kannst dir tausend Sachen wünschen, aber bei der Auslosung hast du sowieso keinen Einfluss. Also von daher ist es immer müßig, sich jetzt darüber zu unterhalten, wer soll kommen, wer nicht. Ich finde einfach, dass wir ein Heimspiel haben sollten. Das wäre eine schöne Geschichte und dann gucken wir mal, welcher Gegner dann wirklich ausgelost wird. Mhm. 11 Meisterschaftsspiele sind vorbei. Davon haben wir 4 gewonnen, 5 unentschieden gespielt, 2 verloren. Ja, dein Fazit bis zum bisherigen Saisonverlauf. Wie zufrieden bist du? Ja, ich bin schon zufrieden. Also ich glaube, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, unsere Art und Weise Fußball zu spielen, auf den Platz zu bekommen, auch in der zweiten Liga, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat mit Abstand. Jetzt, wenn man jetzt Darmstadt mal außen vor lässt, haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Wir waren in allen Spielen mindestens ebenbürtig, in vielen Spielen auch die bessere Mannschaft. Wir haben uns auch fußballerisch entwickelt. Es ist ja so, dass die eine oder andere Mannschaft jetzt mittlerweile in die Wendler Arena kommt und sich nur noch hinten reinstellt. Von daher haben wir da auch Lösungen gefunden und vielleicht haben wir so 2, 3 Punkte zu wenig. Klar, wenn man dann auch die Ergebnisse dann sieht wie Magdeburg oder Sandhausen. Aber in der Regel muss man einfach sagen, es ist auch ein Entwicklungsprozess und von daher bin ich schon mit der Art und Weise und auch mit der Punkteausbeute zufrieden. Welches Spiel hat dir bisher am besten gefallen? Ja, Köln war natürlich eins der Spiele, die vom Ergebnis und von auswärts vor 50.000 in so einer jungen Mannschaft, wie wir ja auch haben, dass sie das so ausblenden konnten und dann einfach ihre Leistung auf den Platz bringen konnten, das hat mich schon beeindruckt und war ein schönes Spiel. Und man muss euch ganz ehrlich sagen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber St. Pauli, weil wir haben St. Pauli auswärts total dominiert, haben das Spiel zwar leider verloren, aber das Spiel hätten wir niemals verlieren dürfen und die Jungs haben das richtig gut gemacht, haben eigentlich in der ersten Halbzeit fast ein perfektes Spiel abgeliefert. Würde ich schon sagen, dass das diese beiden Spiele sind. Sehr gut. Du hast die offensive Ausrichtung schon angesprochen. Jetzt war das in der letzten Saison in der dritten Liga gang und gäbe, dass wir so offensiv gespielt haben. Aber hast du dir schon gedacht, dass das auch in der zweiten Liga so funktioniert, dass wir da so einschlagen mit dieser Spielweise? Ja, wir sind ja von dieser Spielweise extrem überzeugt und ich bin da jetzt nicht so, dass man das auf Ligen irgendwie begrenzen muss, weil die Art und Weise, die Systematik, wie wir Fußball spielen, die ist, glaube ich, in allen Ligen machbar und auch umsetzbar und das freut mich, dass es so schnell auch funktioniert. Ich hätte gedacht, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber wir haben uns schon auch schnell da etabliert und auch es geschafft, relativ schnell dann auch unseren Fußball wieder auf den Platz zu bekommen. Von daher, es ist vom Zeitpunkt bin ich, dass es so früh funktioniert, das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber dass es umsetzbar ist, überhaupt nicht. Mhm. Mit dem Erfolg kommt auch immer die Begehrlichkeit anderer Vereine, was unsere Spieler betrifft. Ich nenne da mal zum Beispiel Monsieur Clément, der Name fällt ziemlich häufig in letzter Zeit. Sebastian Vasilades spielt gerade eine überragende Spiele. Ja, wie geht man da als Sportchef mit der Begehrlichkeit um? Hast du jetzt schon Sorge, dass im Winter vielleicht der ein oder andere Spieler uns verlässt oder sagst du, du gehst da ganz cool ran? Wir haben letztes Jahr im Winter auch Dennis Reveni verkauft, das war unser Top-Torjäger zu dem Zeitpunkt.
ich kann das sowieso nicht beeinflussen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man gut spielt, das ist immer so ein bisschen der Fluch der guten Tat, dann kommen natürlich Spieler in den Fokus, auch für andere Vereine. Da ist ja nicht nur Philipp dabei, da sind ja auch Jamilo oder auch wie Vasi, was du gerade angesprochen hast. Gibt noch tausend andere Spieler, die bei uns im Fokus geraten, weil wir natürlich als Mannschaft sehr gut funktionieren. Und das ist erstmal das Entscheidende, dass wir als Mannschaft funktionieren und dass dann dadurch Begehrlichkeiten von einzelnen Spielern, dass jetzt andere Vereine wach werden, ist auch klar. Aber ich kann es nicht beeinflussen und bisher hat noch keiner angerufen, von daher bin ich noch relativ ruhig. Oh, dann sind wir auch erstmal beruhigt, aber Hand aufs Herz, wenn einer anruft, kannst du uns als Fan-TV und uns Fans vielleicht garantieren, dass diesen Winter alle bleiben oder ist das immer so ein großes Fragezeichen dahinter? Garantieren kann ich nichts, weil letztendlich ist es ja so, wir sind ein kleiner Verein und der einzige Verein in Deutschland, der nicht verkaufen muss, ist Bayern München. Ne? Alle anderen müssen schon irgendwo sehen, dass sie, wenn das Angebot passt und ein Spieler sich weiterentwickeln kann, dann müssen sie einfach auch abgeben. So ist es bei uns auch. Also eine Garantie kann ich nicht aussprechen. Natürlich machen wir alles schon mit Bedacht, aber ich kann versprechen, dass wir immer vorbereitet sind. Also das heißt, es wird da kein Vakuum entstehen. Das merkt man auch, denn wenn man sieht, wenn die Rotation in der Mannschaft beginnt, die Spieler sind ja fast 1:1 zu ersetzen. Wenn man zum Beispiel mal auf Klaus Basula schaut, der am Anfang der Saison regelmäßig gespielt hat, jetzt durch Verletzungen oder durch Sperren halt ausgefallen ist, hat sich ein Herr Clément halt in die erste Mannschaft super reingespielt. Das beruhigt einen ja dann doch schon so ein bisschen, dass es auch mit den Ersatzspielern funktioniert auf der Bank, oder? Ja, wir haben ja den Kader so zusammengestellt, dass wir variieren können, dass wir variabel sind, dass wir... Wir haben versucht, auf jeder Position immer zwei Spieler zu haben, die sich gegenseitig ersetzen können, ohne dass wir unsere Spielidee oder unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, verändern müssen. Und das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert und das ist auch wichtig, weil wir brauchen schon in dem Kader eine extrem hohe Qualität, auch in der Breite, weil A ist eine Saison extrem lang, B, was du sagst, es kommen Sperren und Verletzungen dazu und C geht es einfach darum, das Leistungsniveau hochzuhalten und das, glaube ich, hat jetzt ganz gut funktioniert. Die Jungs ziehen alle sehr gut mit, auch die Jungs, die jetzt vielleicht momentan noch hinten dran sind, machen das sehr, sehr gut, weil das ist einfach so, in so einer langen Saison wird jeder seine Möglichkeit bekommen. Wir brauchen dann auch in dem Bereich jeden Spieler und deswegen sind wir auch froh, dass wir so einen guten und breit aufgestellten Kader haben. Ich würde den noch dazu fügen, da kommen wir nämlich auf die Teamfähigkeit zu sprechen. Auch das ist ja immer wieder ein Kriterium, wo man sich Spieler sucht, die vielleicht charakterlich auch in die Mannschaft reinpassen. Wie können wir uns das denn vorstellen? Hast du da irgendwie so eine Liste, wo da steht so von wegen, ja, der ist sehr gesprächig oder das ist ein sehr lustiger Mitspieler oder wie auch immer? Oder wie kommt das denn? Ist das dein erster Eindruck, den du dann hast, wenn du mit den Spielern sprichst? Nee, also es ist so, dass ich mich natürlich über Spieler, die für uns vom Fußballerischen erstmal interessant sind, natürlich die mich damit beschäftige und dann natürlich Informationen einhole, unterschiedlichste Quellen dann auch nutze. Dadurch, dass ich noch nicht so lange aus dem aktiven Bereich raus bin, hast du noch den einen oder anderen Spieler, der vielleicht mit dem oder mal zusammengespielt hat. Und dann gibt es natürlich ein Gespräch, so dass man sagt, einfach mal kennenlernen. Und ich mache so eine Art Dossier für jeden Spieler, so dass ich so die wichtigsten Fakten festlege, auch so ein bisschen zuhöre, woher kommt er, was machen seine Eltern, wie sind der Fall seine familiäre Situation. Einfach um herauszufinden, was das für ein Mensch ist. Und dann gucken wir, entwickeln wir ja ein Gefühl und ob das passen kann oder nicht. Gott sei Dank passt es, aber es ist auch ein Stück Glück. Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Also dass das natürlich jetzt alles so funktioniert, hat auch was mit Glück zu tun. Aber wir versuchen natürlich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen durch so viel Information wie möglich. Nicht nur fußballisch, sondern auch privater Natur, einfach herauszufinden, ob er zu uns passt oder nicht. Das hat bisher zumindest hundertprozentig funktioniert. Mir fällt jetzt nämlich niemand ein, der da irgendwie über den Tellerrand drüber fällt oder so. Also die Spieler, die wir besitzen, integrieren sich voll und ganz mit der Mannschaft und auch mit dem Verein. Schauen wir einmal auf die Zuschauer. Mehrfach hatten wir jetzt schon in der Saison über 10.000 Besucher und die Top-Duelle kommen jetzt erst. Ja, was sagst du zum Support? Geht noch was oder bist du zufrieden? Na, ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Zuschauerzahl haben. Natürlich wäre es super, wenn wir immer 15.000 hätten. Gar keine Frage. Also alle kommen, Tickets kaufen.
Nee, aber natürlich ist es so, es ist ja auch, es tut der Mannschaft auch gut. Es ist einfach auch eine super Atmosphäre. Und ich habe auch andere Zeiten auch schon mal hier erlebt. Deswegen bin ich natürlich auch sehr, sehr zufrieden bisher, auch was die Resonanz angeht. Generell so in der Stadt, man merkt ja schon, dass sich alle sie wieder freuen für den SC Paderborn, dass sie Lust auf die Spiele haben. Und es ist natürlich super, wenn das in der Zuschauerzahl sich auch niederspiegelt. Aber wie gesagt, 15.000. Da geht noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. Gut, mit der Gegenwart haben wir uns beschäftigt. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Welche Erwartungen hast du in den zweiten Teil der Hinrunde? Ja, es ist natürlich so, dass man merkt das ja jetzt schon so ein bisschen, dass sich die Mannschaften auf uns einstellen. Das wird, denke ich, in der Rückrunde bzw. jetzt in den nächsten Spielen, was Richtung Winterpause angeht, auch noch extremer sein. Aber das ist auch wieder ein normaler Prozess. Also wir müssen halt auch sehen, dass wir unsere Art und Weise vielleicht ein bisschen anpassen, dass wir auch darauf reagieren, dass wir in den Situationen, die wir vielleicht momentan noch nicht so gut machen, dass wir uns da verbessern. Aber wir haben eine junge, spannende Mannschaft und die unheimlich entwicklungsfähig ist und die auch lernen will. Von daher glaube ich, einfach ist es sowieso nie in der zweiten Liga ein Spiel zu gewinnen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, egal wo, auswärts oder zu Hause. Wir müssen immer irgendwie an Grenzen gehen. Aber die Jungs machen das gut und ich glaube auch, dass sie jetzt auch die nächsten Schritte macht. Das sieht man ja schon, wie wir uns in vielen Bereichen auch verbessert haben. Wir müssen uns auch in anderen Bereichen noch verbessern, aber ich glaube, dass wir den Weg so weitergehen werden. Das hoffen wir auch. Da drücken wir ganz kräftig die Daumen dafür. Markus, das war es schon wieder. Wir wünschen euch viel Erfolg für die jetzt noch kommenden schweren Aufgaben bis zur Winterpause. Und dann sehen wir uns in der Winterpause nochmal wieder und ziehen unser nächstes Fazit. Alles klar. Ja? Danke. Super. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euch noch eine schöne Woche. Bis Samstag dann in Duisburg. Ciao. Ciao.